Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus, ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV-Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer, bei uns sind Sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Lohmer. Das Lükhausen-Gelände am Siegburger Mühlengraben liegt bereits seit Jahren brach und erinnert eher an ein Stück Ödland in der sonst lebhaften Stadt. Der Lebensmittelmarkt Lidl wird dies jedoch ab sofort ändern, denn hier soll ein neues Fachmarktzentrum sowie eine Wohnanlage entstehen. Gemeinsam mit Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn hat sich die Lidl Dienstleistungen GmbH entschieden, das Lükhausen-Gelände umzustrukturieren. Darauf sollen 4 Wohngebäude entstehen, die mit Tiefgaragen und zusätzlichen Stellplätzen ausgestattet werden. Zudem soll das Fachmarktzentrum von gut 7.500 Quadratmetern unter anderem Platz für den ersten Lidl-Fachmarkt in Siegburg bieten. Weitere Geschäfte mit Schwerpunkt Bürobedarf, Einrichtungsbedarf, Elektronik, Getränke und Heimtiere sollen ebenfalls angesiedelt werden. Über diesem Fachmarktzentrum möchte Siegburg zudem eine gewerbliche Nutzung in Form von Büroräumen schaffen. Auch ein Turm soll im modernen Design entstehen und sich vom moderaten Aussehen der Stadt abheben. Lidl-Prokurist Jörg Behnsen zeigt die strukturellen Veränderungen auf, die sich auf dem Lükhausen-Gelände ergeben sollen. Das Mühlengraben-Quartier ist von uns gewählt worden, beziehungsweise als Nutzung sind hier 2 unterschiedliche Einheiten gewählt worden. Wir haben zum einen im nördlichen Teil das Thema Wohnen untergebracht. Wir haben im dann angrenzenden Teil das Thema Fachmarktzentrum gewählt. Wir haben im Fachmarktzentrum eine Erschließungssituation über den Kreisverkehrsplatz, der von unserer Firma entsprechend errichtet wird, hier im Bereich Friedrich-Ebert-Allee, Augusta-Straße zum Hohen Ufer, der die zentrale Erschließung für den Einzelhandelsbereich werden wird. Die einzelnen Fachmärkte wurden mit der Stadt Siegburg in längeren Schritten abgestimmt und sind in Abhängigkeit vom Einzelhandelskonzept der Stadt Siegburg gewählt worden. Das heißt, wir haben dort großflächige Einzelhandelsansiedlungen, die aber im nicht zentralen Bereich oder im nicht zentral relevanten Sortimentsbereichen dann da ist. Das Thema Wohnen im nördlichen Teil ist geplant als hochwertige Eigentumswohnungen, die sich in erster Linie an diejenigen richten, die zurückziehen vom Land in die Stadt wollen. Also insofern haben wir auch da versucht, über Wohnungsgrößen, über Ausstattung und so weiter dem Rechnung zu tragen. Franz Huhn betonte zudem, dass die Innenstadt durch das Fachmarktzentrum keinen Konkurrenzmarkt erhalten soll, sodass es ausgeschlossen bleibt, dass hier etwa Restaurants oder Cafés eröffnet werden können. Auch das Angebot der jeweiligen Märkte soll stark beschränkt und nicht in Konkurrenz zur Innenstadt stehen.